Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Kanal. Ich bin der Broken 10 und wie ihr sehen könnt, ich habe einen neuen Panzer in meiner Garage, den XM551 Sheridan. Der neue Panzer Stufe 10 von den Amerikanern. Das ist nämlich der Light. Es kamen ja insgesamt fünf neue Lights raus. Einmal von den Franzosen, von den Russischen und von den Japanern oder Chinesen. Ich glaube Japanern kam noch einer raus und von den Deutschen natürlich auch. Und ich habe mich jetzt entschlossen, den hier zu holen. Ich muss sagen, den Panzer habe ich ja schon mal in einem Video gezeigt. Der spielt sich jetzt ein bisschen anders, weil er jetzt ein bisschen weniger Alpha-Schaden hat. Also er hat 236 Durchschlag mit 360 Durchschnittsschaden. Und genau das gleiche haben wir hier, 280 Durchschlag mit 360 Durchschnittsschaden. Allerdings, die HE ist nicht verwerflich. 440 Durchschnittsschaden mit 53 Durchschlag. Man kann das gleiche in den gleichen Panzer auch noch mit einer anderen Ausführung nehmen, nämlich eine andere Gun draufschrauben, nämlich die man ja schon kennt vom Stufe 9 Panzer T49 mit den 910 Alpha und 75 Durchschlagskraft, glaube ich. Und mit der habe ich aber allerdings nicht so gute Erfahrungen gemacht. Hier und da vielleicht mal nur noch der Hit, aber das war es dann auch schon. Und mit dieser Gun kann man wirklich sehr, sehr viel Unheil anrichten am Gegnerteam. Und ich habe zwei Replays dabei. Das erste ist ein bisschen so der Durchschnitt, was ich so fahre gerade. Es gibt zwar am heutigen Tage, heute ist ja der 4.5., und da lade ich es ja auch hoch, habe ich jetzt, glaube ich, 6 Gefechte gehabt, wo ich einfach nur durchgehend gefokust gestorben bin. Das ist blöd gewesen, weil ich zu blöd gefahren bin oder keine Ahnung. Ich bin einmal offen gewesen, der Arzt hat auf mich geschossen und da war für mich das Spiel eigentlich schon fast zu Ende, weil dann fast alles kaputt ist. Die Artis sind in diesem Spiel jetzt wirklich ein bisschen nervig geworden, allerdings nicht mehr so viel Schaden, das finde ich auch gut so. Außer bei der Grille 15 hat mir gestern mal einer mit 1600 einer reingepfiffen. Ja, das ist auch nicht so lecker, aber naja gut. Es kam jetzt gestern kein Video und heute wird es, warum das heute auch so spät kommt. Ich habe einen 10-Finger-Schreibkurs, das bedeutet, ich lerne 10 Finger schreiben und das habe ich hier 2 Tage hintereinander. Dann sind 2 Wochen Pause und dann geht es nochmal einen Tag pro Woche, dass ich ein bisschen 10 Finger schreiben lerne, weil ich möchte das gern können. Hat viele Vorteile. Das wird von der Schule aus gemacht, also in der Schule ist da ein Typi. Und ja, Stufe 10 Light, das bedeutet, ihr fahrt ein bisschen wie Light, aufklären, wie ein Wahnsinniger, also ja, möglichst alles umfahren. Jetzt kommt auch noch die Feuerwehr hier vorbei. Macht die Sirene aus. Oh, jetzt fahren die genau an meinem Fenster vorbei, na super. Naja, ihr seht, ich fahre hier eine ganz entspannte Spotterrunde. Ich habe auch Optiken drin, ich habe, ja gut, der hat mich abgeprallt. Ich habe Optiken drin, ich habe Ansetzer drin und vertikaler Stabilisator, um den Schuss ein bisschen zu stabilisieren. Genau. Ich muss sagen, der Panzer fährt sich wirklich sehr gut. Er ist sehr wendig, wie man auch hier sieht. Er ist nicht der mobilste von den ganzen Lights, Stufe 10, sondern er macht am meisten Schaden pro Minute, wenn mich nicht alles täuscht. Also wurde öfters behauptet, ich habe mich jetzt nicht genauer darum umgehört, aber ich habe es von mehreren anderen YouTubern gehört, von These Games und auch von anderen, also Utility und so. Hat das gerne mal in seinem Video gesagt, dass er am meisten Schaden-Output hat und ich finde, alle 8 Sekunden oder beziehungsweise alle 7 Sekunden 360 Durchschnitt zu schießen, ist auch schon echt, boah. Also ich meine, von den Lights meine ich jetzt. Den höchsten Durchschnittsschaden. Dafür haben die anderen Lights natürlich auch noch Vorteile. Zum Beispiel der AMX 1305 hat einen Dreierclip. Der WZ hat so einen relativ geilen Turm, wo keiner durchkommt. Gerade mit Gold, bounced up. Genauso wie bei hier. Die Besonderheit ist halt auch beim Sheldon. Schießt damit nicht mit auf HE oder mit Heat. Dann prallt das nämlich ab. Na gut, HE kommt trotzdem durch, aber macht lange nicht so viel Schaden. Und ja, ich habe jetzt wieder Light gespottet. Jetzt gebe ich ihm eine 327 in Low Roll. Aber ihr seht, 651 Schaden schon gespottet. Nach den ersten 3 Minuten ist jetzt zwar noch nicht viel passiert, aber das kommt noch. So, und Sheridan, der feindliche Sheridan hat mich abgeschossen. Nur mal so für die Leute, die sich fragen, warum spiele ich die Kleine. Die kleine Gun, ihr seht, ihr ist Arty. Die kleine Gun ermöglicht es, viel schneller zu schießen. Das bedeutet auch, ein bisschen mehr Schaden pro Minute auszuteilen, mobiler damit zu sein und vor allen Dingen auch
wenn man eins gegen eins geht und mit der großen Gun spielt, dann kann es sein, dass ihr dann nur 300 Schaden macht und er euch einfach rausnimmt. So könnt ihr euch wenigstens noch richtig wehren. Oder zum Beispiel jetzt einen EN-100 umfahren oder so. Das könnt ihr mit der HE-Gun zwar auch, aber macht lange nicht so viel Schaden oder knüppelt lange. Außer wenn ihr natürlich Glück habt und natürlich genau im Heck die Hauptkelle raushämmert. Aber das sind nur 900 Schaden und das mache ich mit 3 Schuss hier. Ohne Probleme. So, ja, ich wollte versuchen, ihn jetzt zu tracken, damit er nicht mehr weg abhauen kann. Klappt ja auch. Ich konnte ihm noch eine mitgeben, konnte ihn sogar noch anzünden. Ich habe gemerkt, mit dem Sheridan zündet man sehr gerne an. Der AMX hat ja seine Vorliebe für Amorex. Erster. Oh, Entschuldigung, ich mache mal schnell das Dings aus. Erster Schuss Amorex, zweiter Schuss Blow-Up. Der Sheridan hat die Vorliebe brennen. In fast jedem zweiten Game brennt ein Panzer. Das ist richtig witzig. Also du ballerst einfach auf dem EN-100. Ich habe zum Beispiel jetzt mal auf dem E4 geballert. Den habe ich komplett rausgenommen. Mit einem, na gut, mit ganz einem Schuss, mit, ich glaube, 3 Schuss insgesamt. Also er hatte keinen Feuerlöscher dabei. Wumm, wumm, wumm. Und da kommt der Sheridan. Und tschüss. Tja, wenn man nicht aufpasst. Ja, habe ich 3 Schuss abgefeuert. Erst hat gebrannt, der zweite hat getroffen, der dritte wird gekillt. Ja, so einfach war das. Also, jeder hat so seine Vorliebe, jeder Panzer. So, ich pieke jetzt hier raus. Arti, zielen, Feuer, wieder abtauchen. Wichtig ist auch, ihr müsst wissen, ihr sitzt wirklich in einem Leitpanzer. Also ihr sitzt nicht in einem Medium-Panzer, ihr sitzt in einem schnellen Aufklärungspanzer. Das bedeutet, ihr müsst für euer Team ein bisschen scouten, aber dürft auch nicht euch racen. Aber natürlich Unterstützung, alle sowas ist ja auch klar. Mache ich ja hier auch. Ich sehe 2000 Schaden gespottet und so. Hab mir jetzt leider wieder einen gefangen von Conqueror. 2500 Schaden gemacht und 2400 gespottet. Das ist nur eine Durchschnittskarte, wenn es gut läuft. Also gestern kamen, glaube ich, 3-4 Mal hintereinander solche lockeren Gefechte. Ich habe jetzt, glaube ich, fast... Ich habe, glaube ich, 31 Gefechte auf dem Teil jetzt. Und von denen sind, ich glaube, 15 bis 20 sehr, sehr gut gelaufen. Und manche... Weil, ja, heute bin ich ungefähr 6 bis 7 gefahren. Die waren leider alle Mist. Hätte ich nach dem dritten Gefecht aufhören wollen. Aber weil der Panzer neu ist, will ich natürlich fahren. Und ich dachte mir immer, ach komm, jetzt kannst du noch ein Gefecht fahren. Vielleicht wird es ja gut, aber nee. Ja, da habe ich ein bisschen die Wertung verkackt. Aber die hole ich wieder hoch mit Verbrauchsgütern. Aber ich muss sagen, der Sheridan ist ein wirklicher Geldfressautomat. Also selbst wenn du gewinnst und nichts Besonderes einsetzt, machst du gerne mal 30.000 Miese. Und ich meine, ich setze ja kaum was ein, außer jetzt die Päckchen und das höchste Mal Goldschüsse. Achso, ich habe auch relativ viel Gold mit. Also ich habe 15 APCR und 18 Heatgranaten und 5 HE. Natürlich hat er auch Probleme, bei größeren Panzern wirklich durchzukommen. Deswegen gibt es ja auch Heat. Vielen Dank, dass es Heat gibt. Und HE-Granaten für die anderen kleineren Panzer. Zum Beispiel andere Lights oder Artis. Ja, da war ich jetzt zu blöd zum Zielen. Oder generell für leichte Panzer kann man sie ganz einfach benutzen. 5 Stück reichen da völlig aus. Ihr könnt damit auch andere Panzer ärgern, indem ihr ihn die Ketten komplett zieht die ganze Zeit. Und das passt auch immer ganz gut. So. Ja, der E100 ist jetzt, ja, Panzer ist jetzt tot. Ja, wir haben fast 3000 Schaden gemacht und fast 3000 Schaden gespottet. Na gut, 2500 Schaden. Wir werden jetzt hier nichts mehr wirklich was machen. Da hinten ist der Conqueror, der ist damit tot. So, wir könnten. Ja, doch, machen wir so. So, jetzt zeige ich euch die erste Auswertung. Eine Sekunde. So, das ist die erste Auswertung, genau. Wir haben jetzt hier 3. Platz. Wir haben Spotter, Hand of God, Pressure und Firefall Effect. Wir haben 2889 Schaden gemacht und wir haben 15 Schuss abgefeuert, 12 getroffen, 8 durchgeschlagen. Also ihr seht, Punkt 1, es war mein 5. Gefecht. Ich hatte noch nicht so viel Ahnung, aber es hat trotzdem geklappt. Und ja, ich habe öfters mal leider daneben geschossen. Ja, von der Distanz von 300 Metern habe ich 2268 Schaden gemacht und 2428 gespottet, sozusagen. So, Sekunde, ich mache mal kurz, mach mal hier kurz kurze Pause an, sozusagen. Ja, mach nicht das hier, Sekunde, so. Einmal ganz kurz kurze Pause, weil ich ein neues Replay einlegen muss. Das ist das hier, genau. Ihr kennt das ja. Warte, Sekunde. Ich lege jetzt nämlich noch ein zweites Replay ein,
weil das ist dann mein besseres Gefecht. Das war bis jetzt mit einer meiner spaßigsten Gefechte, die ich hatte. Es dauert ganz kurz, Sekunde. Könnt ihr in der Zeit mein kurze Pauseschild oder mal 10 Sekunden vorspulen, eventuell. So, jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's gleich los. So. So. Sekunde. Jetzt müsste... Ja, seht ihr. So. So, wir sehen jetzt hier gleicher Panzer auf einer anderen Map, nämlich Klippe. Ich muss sagen, Klippe ist für Scouts und für Medium-Panzer ein Segen. Weil sobald ihr diesen Berg hier oben erobert habt, diesen Berg hier, dann habt ihr eigentlich das Spiel gerockt, wenn ihr euch da nicht runter vertreiben lasst. Da oben habt ihr eine Übersicht und könnt alles scouten, spotten und noch nebenbei noch abschießen und nerven vor allen Dingen. Du kannst hier richtig schön nerven. Und ja, der Sheridan hat auch so eine Tendenz dazu, seitlich wegzukippen, wie man gerade was gesehen hat. Manchmal macht das, manchmal nicht. Ja. Ja, die bevorzugten Maps für Sheridan ist natürlich die, wo man unterstützen kann. Also zum Beispiel Klippe oder wie man jetzt auf diesen Scout-Maps gesehen hat. Also große offene Karten oder auch Stadtkarten, die sehr, sehr doll verwinkelt sind. Zum Beispiel jetzt Himmelsdorf ist auch nicht schlecht, weil man kann da einfach aus einer Gasse rauspieken und dann wieder wegfahren. So, man sieht hier einmal aufgespottet. Ich habe keinen Schaden kassiert, ich bin einfach durchgefahren. Das mache ich eigentlich immer, weil ich vertraue darauf, dass ich eigentlich keinen Schaden kriege. Manchmal passiert es leider, aber dass ich sterbe, passiert jetzt meistens eigentlich nicht. Wir gucken nochmal kurz ins Gegnerteam. Wir haben 3 FVs, 3 Badgets, also relativ schnelles Setup von den Gegnern. Wir haben so ein Get-to-Get-Setup. So, wir haben jetzt einen E5, der uns gespottet hat. Oder wer auch uns immer gespottet hat, ich habe keine Ahnung. So, dann warten wir erstmal kurz. Ich habe gerade so in die Dings geguckt, da gab es eine T92. E5 hat verschossen. Ich habe leider nicht getroffen, aber aus dieser Entfernung E5 zu penetrieren ist auch relativ schwer, sagen wir mal so. Wenn man nicht einen ganz genauen Panzer hat. Sheldon ist ja nicht der genaueste, sagen wir es mal so. Er ist zwar genau, aber ist nicht der genaueste. Ja, ich wollte eigentlich auf so einen Kippel zielen, aber ihr seht, hier an der Seite ist was abgeprallt. An meiner Panzerung. Jo, nichts gegen. So, ich gucke damit, damit ihr mal seht, wenn ihr diesen Hügel habt, könnt ihr auf diese Seite bearbeiten, ihr könnt diese Seite bearbeiten und wenn der Feind hier hinten rumkommt, könnt ihr diese ganze Seite hier beobachten. Das bedeutet, selbst wenn der Feind auch hier, wenn ihr zum Beispiel hier jetzt der Feind steht, könnt ihr ihn auch beobachten oder beziehungsweise beschießen. Also ich finde diese Position echt wirklich sehr geil, sehr, sehr geil. Macht mir Spaß. Und ich habe jetzt eine Idee gehabt, ich komme nicht durch. Tracken. Tracken und jetzt geht's los. Die Arti hat auf mich geschossen, aber jetzt geht's los. Der kriegt der E5, der kassiert und ich krieg den Spot da Schaden. Das ist auch immer so ein kleiner, vielleicht ein kleiner Trick für euch. Wenn ihr nicht durchkommt, schießt ihr in die Kette und wartet darauf, dass euer Team drauf ballert. Ihr kriegt da nämlich einen kompletten Spot Schaden. 1300 Schaden durch den E5. Fand ich schön. Sehr, sehr schön. Ja, mal gucken, was wir hier noch so finden. Eigentlich muss ich sagen, er ist sehr, 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 sehr speziell zu fahren. Man muss sich erstmal so ein bisschen in den Fahrstil einfahren, sozusagen. Da konnte ich leider nicht ran. Ja, hinter mir ist jetzt eine Badge aufgegangen. Da seht ihr auch, wenn ihr hier oben seid, wisst ihr alles, was passiert. So, ich dachte mir jetzt, ach komm, holst du dir einen Schuss, oder machst einen Schuss bei ihr, bei der Badge. Er hat daneben geschossen. Manchmal klappt es sogar. Also nicht nur manchmal, sondern eigentlich immer klappt. Nur manchmal fliegt er leider daneben mit Autoway. So. Ich dachte mir jetzt, ach du liebes bisschen. Jetzt steht hier schon eine Badget. Was steht denn hier noch so alles? Und guck hier so ein bisschen runter. So, von dieser Position aus, fahrt nicht ganz runter, fahrt hier in solche Senken. Hier sind überall so Senken. Ja, der STB-1 hat sich hier leider ein bisschen verzettelt und wird jetzt hier leider versterben. Da hinten ist die andere Badget. Gespottet. Ihr seht, ihr fahrt ein bisschen rum. Und ja, da habe ich total dämlich gezielt. Wie gesagt, ich habe noch nicht sehr viel Erfahrung. Wie gesagt, nur auf dem Testserver habe ich. Oder ich habe nur auf dem Testserver halt die Sachen. Hier seht ihr jetzt mit Auto-Aim. Wumm, tschüss, weg. Auf dem Testserver
konnte ich den besser spielen, weil er einen anderen Alpha hatte. Er nimmt 400 Schaden Alpha. Und es waren auch vier andere Gegner. Also da haben dann alle die fetten Heavies gespielt. Und da kannst du natürlich dann göttlich umfahren und so. Und hier fahren sie jetzt natürlich wie wahnsinnig die Lights. So, die Batchet interessiert sich nicht für mich. Also Schuss in die Seite, zurückfahren. Hinten ist eine FV gespottet. Und die steht noch seitlich zu mir, das ist doch wunderschön. Und zack. Nochmal so nebenbei für die Leute, die jetzt noch da sind. Ganz wichtig. Ich brauche neue Replays. Für World of Tanks, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir immer welche anschicken. Ihr wisst ja, ganz unten ist der, wie ihr es einschickt. Und falls ihr keine Ahnung habt, wie ihr es macht, ich habe schon zwei Videos dazu gemacht. Schaut es euch einfach an. So, der FV brennt ab. Aber ihr seht, ihr könnt ja alles ärgern. Das ist nicht bei... Also du kannst hier wirklich so viel Mist anstellen an diesem Berg. Die Batchet. Ja, 382. Getroffen. Ein bisschen vorhalten und dann... Bouncen natürlich. Das ist auch immer so eine schöne Sache. An schweren Panzern bleibst du manchmal, kommst du manchmal durch an irgendwelchen Stellen. Zum Beispiel, er ist jetzt abgeprallt. Da. Da an der Stelle. So, er interessiert sich nicht mehr für mich. Ich wollte ihn tracken. Ja, bin leider hängen geblieben. Da war die Kugel ein bisschen zu klein. Ja. Ja, ich weiß, mit dem Aim muss ich noch ein bisschen schauen. Obwohl ich eine 77%ige Trefferquote momentan habe, aber... Sehr schön. Ich habe noch zwei APCR-Granaten. Mit der HE-Gun wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja, ich lasse mir jetzt hier leider zwei fangen, fahr zurück. Mit der HE-Gun wäre das gar nicht möglich gewesen, so hin und her zu düsen. Zwar schon, aber viel langsamer halt. Man immer 20 Sekunden warten, runterfahren, einzeln schießen und in der Zeit kann man halt einen schon killen. Und ich finde, wenn man Light spielt, sollte man schon ein bisschen auf Schnelligkeit gehen. Also dass man auch mobil schießen kann sozusagen. Zwar blöd ausgedrückt, ist aber so. So, nochmal schön den 656 Spot Damage einkassiert von der ES7. So, ich sag jetzt der Arti, schieß mal bitte. Oder beziehungsweise den Jagdpanzern. Auto-Aim zurück. Ich lasse mir eine einschenken. Und jetzt warte ich, bis das Repair-Kit wieder da ist, um mir das Amorek sozusagen neu zu machen. Ich habe immer noch 511 Hitpoints. Das bedeutet, ich könnte ihn killen. Ich könnte. Naja, fast 4K Spot und 3K Damage Make. Fast. Ich muss sagen, diese Map macht mir immer sehr viel Spaß mit Lights, Mates und... Also... Heavies, muss ich sagen, machen mir da nicht so Spaß. Jagdpanzer da schon eher. Also man sieht auch, man kann hier wirklich sehr relativ schnell sehr viel Schaden austeilen. Und da ist der Batchet. Batchet wurde gefunden. Einmal da runter und ich wollte mich da noch rächen für den einen Schuss, aber... Leider ist das schon passiert. Ja. Wie gesagt, das sind so zwei ganz gute Gefechte. Das eine, das erste war ein Durchschnittsgefecht. Das hier ist ein bisschen besseres. Das war mein erstes besseres. Ja, Heat ist immer so eine Sache. Fliegt immer minimal im Bogen. Bei dem Panzer. Das ist blöd. Jetzt lade ich HE. Weil ich mir sage, bei C92, wenn die gespottet wird, easy, kommst du durch. Ja, rammst du erstmal das Wrack, genau, nimmst du erstmal alles mit. Beim Orbic 268 mit HE, naja. Und einmal darüber gehasselt. Da habe ich den Stein übersehen. Ja, ein Orbic 268 dümpelt da auch noch rum. Deswegen Heat ist eigentlich gerade relativ gut, wenn man ein bisschen mehr mitnimmt, weil bei dem Panzer braucht man das echt. Also. Ja, und da kommt man natürlich mit easy durch. Und das war das zweite Gefecht. 6292 Ingame Live W8. Also Ingame W8. 3500 Schaden. Und wir gucken jetzt mal schnell noch die Auswertung an. Da ist sie. Wir haben zweite Klasse. Wir haben Spotter, Brasher, Fire for Effect, Confederate. Wir haben 3521 Schaden gemacht. Wir haben 20 Schuss abgefeuert, 15 getroffen und 10 durchgeschlagen.
Also wir haben 10 verholzt, 10 von 20, ja. 2124 Meter, wieder von Distanz von über 300 Metern. 3627 gespottet oder assistiert. Der größte war ja der E5, den wir da getrackt haben. Genau, mit ihr so einen kleinen Einblick behaltet oder gesehen habt, wie die sich so spielen. Wie gesagt, das ist, was ich ein Video mal gemacht habe über den Sheridan. Das war ja in der Testphase und da spielte der sich natürlich ganz anders. Und da waren natürlich auch andere Gefechte möglich wegen anderen Panzern und andere Spielstile und all sowas. Und jetzt ist es ja alles ganz anders, weil viele Leute jetzt mehr auf Lights und Heavies, Lights und Mates spielen, weil die natürlich auch meistens das Spiel entscheiden, weil ein Typ 5 ist nicht unbedingt spielentscheidend, weil der ist einfach nur langsam. Genau. Dann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann nicht. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Und tschüss.